Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und heute, das habe ich euch letzte Woche versprochen, geht's wieder um Mucke. So, eigentlich, ganz klar herausgesagt, war ein ganz anderes Thema geplant. Und zwar habe ich mir da ein paar Alben zusammengestellt und wollte über ein Thema sprechen. Ich hatte da noch keinen richtigen Titel, so der Arbeitstitel ist irgendwas in die Richtung nostalgische Melancholie, Rückblick in die 90er, Goth-Metal-Alben, Doom-Metal-Album von Third and the Mortal, Paradise Lost, was gibt's noch, The Gathering, Bloody Kisses von Tybo Negative, irgendeine Sendung irgendwie so in diese Richtung. So. Dann hatte ich alles fertig und war auch bereit zum Drehen, da sagt die bessere Hälfte, du sag mal, Ernie, bist du nicht der Meinung, dass das mit der Nostalgie in letzter Zeit so ein bisschen Überhand genommen hat? Und ich so, ja, was soll ich machen? Ich kann ja nichts anderes, ne? So, hab mir dann aber mal die Sendung der letzten Wochen angeguckt, so, und mir gedacht, so, ja, stimmt schon, ne? Also VHS, dann den ganzen Blick zurück, wie es früher gewesen ist und so weiter, Vergleiche. Jetzt mal die Frage an euch. Interessiert euch das Thema? So, dass ich darüber weiter sprechen sollte? Werde ich definitiv sowieso, ist halt nur die Frage, in welcher Frequenz ich das dann mache. So sagen jetzt die Älteren vielleicht, ja, finden wir super, ist nochmal ein Blick für zurück in unsere Vergangenheit. Die Jüngeren sagen vielleicht, jo, ja, wunderbar, da waren wir halt noch nicht da, erzähl auf jeden Fall. Oder geht das alles langsam so in die Kategorie, Ernie, wir wissen, wie alt du bist, du musst nicht hier permanent irgendwelche alten Kamellen davon vor 20 Jahren rausholen. Ja, schreibt's mir einfach mal. Das andere Ding ist, es wird eine neue Folge aus der Reihe durchgehört, Ernie hört sich durchgeben. Und zwar, das Konzept basiert so darauf, dass ich mir Alben anhöre, die ich so normalerweise nicht hören würde. Beim letzten Mal ging es um Mainstream, dieses Mal geht es, ein paar Mal angekündigt, um Pagan Metal. Oh, jedes Mal, wenn ich über Pagan Metal spreche oder das Thema so kurz anhake, dann verdrehe ich die Augen. Und das habe ich scheinbar schon so oft gemacht, dass mir die Leute mittlerweile Mails schreiben und mich fragen, was denn da los ist, was ich für ein Problem damit habe. Und da muss ich mal ganz klar sagen, wenn ich die Augen verdrehe beim Thema Pagan Metal, dann spreche ich nicht von Bathory, dann spreche ich nicht von Enslaved, nicht von Helheim und auch nicht von Helruna. Dann meine ich diesen ganzen kitschigen, verklärten, Methorn, Methsaufenden Haufen, für den die Wikingerzeit komplett nur aus Party und, keine Ahnung, dünne Arme, dicke Kettenhemden bestanden hat. So, ne? Und ich mache euch jetzt einfach mal das Angebot, beziehungsweise gebe euch die Möglichkeit, ihr haut da unten in den Kommentarbereich alles raus, wo ihr denkt, Ernie, das hörst du dir an. Und es liegt in eurer Hand, wie ernst die ganze Sendung wird. Wenn ihr mir da nur Scheiße reinhaut, dann rede ich auch nur Scheiße. Und ich kann es jetzt schon sagen, ich versuche da natürlich so einen kleinen Mehrwert in die Sendung zu setzen. Ich werde auch über die ernsthaften Geschichten sprechen. Da habe ich auch viel hier, da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus. Ja, und diesen ganzen Kitsch, von dem ich gesprochen habe, ja, für den seid ihr verantwortlich. Ja, Mensch, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich habe wirklich bis Donnerstag da gesessen. Ich wusste nicht, was wir machen sollten. Es muss über Musik gehen. Es darf kein Thema sein, was irgendwie schon wieder mit 90ern zu tun hatte. Und da war ich am Überlegen. Und dann fiel mir ein hier, jo, die bessere Hälfte, die hatte da doch letztens einen Vorschlag gehabt. Nämlich, dass sie mir einfach mal auf dem Zettel 20 Begriffe schreibt. Ich hole die jetzt hier raus und muss dann jeweils was dazu sagen. Für mich das Gute, ich musste mich heute überhaupt nicht vorbereiten. Ich kriege jetzt hier gleich die 20 Zettel da gereicht, beziehungsweise stehen die da unten und dann sage ich was dazu. Wir haben das so ein bisschen auf das Thema Mucke dann eben beschränkt. Schreib mir einfach mal 20 Alben auf. Wir haben da gestern Abend nochmal drüber gesprochen, weil sie mich gefragt hat, na, sag mal ein bisschen was dazu. Und ich sagte, nee, mach einfach Mucke, wo du denkst, so, das mag ich gerne, also sie gerne. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie der Titel da oben lautet. Wenn das Ganze nachher wirklich Weiber-Metal, die Olle gibt vor, heißt, dann habe ich wahrscheinlich richtig getippt auf das, was mich hier erwartet. Wollen wir nicht lange reden. Ich habe hier unsere schöne Müsli-Schale und ich sehe hier schon einiges an Zetteln. Und dann fangen wir jetzt an. Yay! Hallo! Die wollen dich hier irgendwie kennenlernen. Ja, Wilma, dich auch. Komm. So. Ja, Wilma. Ja. Meinst du? Ich greife mir hier einen Zettel. Noch größer hättest du das echt nicht ausdrücken können. Ist das hier? Achso, das ist das Album. Es geht um Paramnesia mit dem Album Paramnesia von 2014. Ja, es sind Franzosen. Also es geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung, die ich mir schon gedacht habe. Ich weiß ja, was sie so hört. Bei Paramnesia muss ich sagen, ich finde den Part auf der Unruh-Split sehr gut.
das Album, so ich das jetzt in Erinnerung habe, finde ich zu langweilig, ist mir zu eintönig. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich finde, dass die Bilder, ist es der Sänger? Ja. Der Drummer ist wohl auch Tätowierer. Die Bilder, die er malt, finde ich sehr cool. Ansonsten, ja, sonst fällt mir nicht ein. Ist mir zu eintönig. Haben wir hier noch? Dark Throne, The Underground Resistance. Ja, meine Güte, was soll ich dazu sagen? Ich stehe ja auf die alten Dark Throne wie auf die neuen. Ich finde die mittlere Ära jetzt nicht so doll. So, das Album Hate Them mache ich noch ganz gerne. Da ist, ich weiß jetzt nicht, welcher Song das ist. Es ist der 7. Da ist auf jeden Fall so ein Gott-Riff drauf. Und Underground Resistance ist ja die vorletzte. Hat teilweise recht gewöhnungsbedürftigen Gesang, so ein schönes Falsettgeheule. Wir hören sie relativ häufig im Auto. Ich war verwundert, dass sie die so gut findet. Steht sie richtig drauf und ich finde die auch gut. Ja. Mal weiter hier. Ja, jetzt wird's auch interessant. Das ist genau ihr Ding. Der Weg einer Freiheit. Finstere. Ich hoffe, dass Nikita jetzt nicht zuguckt. Ich habe noch überhaupt gar keine Zeit gehabt, in das Album reinzuhören. Die Sache ist die, ich mag die Musik gerne, ich kann sie auf Dauer nicht hören, mir ist das manchmal zu glatt und der Gesang manchmal zu eintönig. Großartiger Musiker, definitiv, also die ganze Band. Das neue Album, ich kann wirklich noch nichts dazu sagen. Ich finde das Artwork mittlerweile von der neuen sehr gut und finde das auch nicht mehr ganz so, ja, es ist halt so. Es ist recht hipsterig so. Und da habe ich manchmal so ein bisschen meine Probleme mit und manchmal kann ich es wiederum gut hören. So. Kleine Anekdote dazu, was ich halt ganz spannend, was ich ganz witzig bei der Band finde. Ich kann mich eben noch daran erinnern, als das selbstbetitelte Debüt rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es damals unter Demo lief. Da ist das in den Foren halt so gepostet worden und alle haben es abgefeiert, wirklich. Alle durch die Reihe. Und dann sind die ersten Bandfotos von der Weg einer Freiheit rausgekommen, so da wo Nikita mit dem ehemaligen Sänger da drauf war. Und dann ging's los. Plötzlich ging gar nichts mehr. Es war, ich weiß gar nicht, war das überhaupt noch der Anfang, als das so mit diesem, als der Begriff geprägt worden ist. Ich hatte Nikita mal vorgeschlagen, dass wir zusammen auf Tour gehen unter dem Titel Hipsters on Hate. Fand er witzig, ist aber trotzdem nie dazu gekommen. Gucken wir mal weiter. Manes, Philosophe. Ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, 2003. Von Manes kenne ich die mit dem norwegischen Titel, Under in Blood Round Mane, die kenne ich, finde ich großartig. Sie haben noch danach eher experimentellere Mucke gemacht, sehr modern, eher experimentell, modern weiß ich jetzt nicht. Das ist so eine Sache wie Blut aus Nord und wie alles, was Basti von Totgelichter hört, was er in seiner Timeline immer postet, ist, nee, muss ich echt in der Stimmung zu sein und eigentlich höre ich davon relativ wenig. Das erst die anderen Wetter und Mane finde ich sehr, sehr gut. Die selber jetzt sagt mir auch überhaupt gar nichts, aber vom Stil, was ich so im Kopf habe, geht so. Abwechslungsreicher, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Harakiri for the Sky mit dem Album Harakiri for the Sky von 2012. Ja, ist das beste Album von allen definitiv. Ich muss dazu sagen, genauso wie bei Der Weg einer Freiheit und ich weiß nicht, was hier noch kommt, bei den ganzen Deutschen, beziehungsweise in diesem Fall Österreichern, ist es halt so, wir kennen uns. Und Harakiri for the Sky sind durch die Reihe von Matthias und Jimbo bis hin zur Live-Besetzung. Das sind alles großartige Leute. Ich sage das nur, weil ich da natürlich auch irgendwo Gefahr laufe, das Ganze nicht mehr sonderlich objektiv beurteilen zu können. Und gerade mit Harakiri for the Sky, 1,5 Mal auf Tour gewesen, 2014, als sie gerade so angefangen hatten, ja, beziehungsweise gerade angefangen haben, gab es ja auch schon eine Weile. Und dann jetzt letztes Jahr gewesen, ja, es ist, ich kann bei dem beim Saufen nicht mithalten, muss ich echt zugeben. Also es gab kleine Anekdote dazu, wir haben in Hammelburg zusammen gespielt. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass Harakiri for the Sky vor uns gespielt haben. Die sind davor, Hammelburg, ich wurde mal gefragt, was so meine Lieblingsclubs sind. Hammelburg, ich weiß jetzt nicht, wie der Laden da heißt, das ist auch immer von dem Gitarristen von Vehemenz organisiert. Immer großartig, immer ganz tolles Catering.
Und Haraki vs. Sky fahren vorher noch zu Rewe und hauen da zwei Tüten da voller Alkohol und haben sich so dermaßen zugeschüttet. Und dann irgendwie 2 Stunden vom Auftritt hatte irgendjemand gesagt, ja hier, Signal, 2 Stunden vom Auftritt, haben kurz aufgehört. Ihr Set dann durchgespielt, grandios wie immer, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Und dann hatten wir geplant, dass der Marok bei uns noch Gastgesang machen soll, wie es immer ist bei Weiße Wände. Und der hat es geschafft, dann innerhalb von 45 Minuten sich noch 1,5 Flaschen Lambrusco reinzuzimmern. Man hat es ihm auch wieder nicht angemerkt und der Abend nahm seinen Lauf. Und ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich echt heimlich auf Klo verschwunden bin, um zu kotzen, weil ich es echt nicht mehr ausgehalten habe und die Party auch irgendwo noch weitergehen musste. So, das dazu. Wie gesagt, das Debüt von denen, unübertroffen, wirklich großartig. Danach ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Im Grunde genommen haben Harakiri vs. Sky alles, was er im Post-Black Metal machen kann. Der Rest kann sich im Grunde genommen auflösen, weil das ist eigentlich auch die einzige Band, die ich aus der Richtung richtig grandios finde. Kritik auf hohem Niveau, es ist dann doch irgendwann, klingt alles sehr ähnlich. Aber scheiß drauf. So. Type O Negative, Dead Again. Die CD habe ich mir in Russland gekauft früher. Und meine Begleitung war total fixiert darauf, weil das in so einem Pseudo-Russisch, da der Titel drauf stand. Das weiß ich noch. Zu dem Album habe ich jetzt gar nichts Besonderes zu sagen. Ich finde die Bloody Kisses halt unübertroffen. Ich weiß gar nicht, welche jetzt danach kam. Slow Demon Heart sollte ich mir vielleicht noch ein paar Mal öfters anhören. Ja. Warst du mal Mettwurstkönigin in Minden-Lübecke? Ja, traurig, ne? Ich wusste, dass es kommt. Es war vollkommen klar. Dornreich in Luft geritzt. Zu diesem Album kann ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, ich habe es nur einmal gehört und wieder weggestellt. Das Ding bei Dornreich ist, es gibt 2 Bands, die sie sehr, sehr gerne hört. Ich gehe davon aus, dass die zweite Band auch noch... Ach komm, ich sag's jetzt schon. Alcest. Dornreich und Alcest sind so Bands, über die ich gerne... gar nicht so richtig böse gemeint, aber über die ich immer gerne ein bisschen rumläster. So. Bei Dornreich muss ich sagen, dass ich auf die ersten 3 Alben halt richtig abfahre. Also jetzt Herr von welken Nächten, Nicht um zu sterben und Bitter ist dem Tod zu dienen, genau. Und mein Flügelschlag als Demo. Grandiose Alben. Zu der Zeit unglaublich innovativ, großartig. Irgendwann wurde mir das aber so ein bisschen zu viel mit Hexenwind, Flüstern und bla und so weiter. Und Iviga, ne? Iviga neigt dazu, zumindest im schriftlichen, doch immer sehr, sehr pathosgetränkt zu schreiben. Und da ist mir manchmal ein bisschen viel, so dass ich da immer mit dem Augenzwinkern, weil es ist definitiv keine Band, über die ich allen Ernstes schlecht reden würde, aber mit so Augenzwinkern ist mir das ein bisschen zu viel. So. Und was ich auch sagen muss, ich hatte mich damals echt gefreut, als sie dann die ersten Male so richtig aufgetreten sind. Das war damals auf der Tour mit Ahab und Fjörgin und mir ging die Geige so auf den Sack. Also, dass ich den Auftritt, den mochte. Und das hatte so ein bisschen nachhaltig so, dass ich die Sachen danach dann auch nicht mehr so gehört habe. Wie gesagt, Augenzwinkern, ganz großartige Band über die ersten 3 Alben. Danach habe ich es nicht so ganz auf dem Zettel. Die hatten, ich glaube, das war dann die letzte mit diesem eher rötlich-blauen Cover. Da sind sie so ein bisschen in die Zeit ein bisschen wieder zurückgegangen. Das fand ich dann aber auch nicht mehr so grandios wie jetzt eben die Herr von welken Nächten. Das war die vorletzte. Seit jetzt hier kriege ich mal ein bisschen die Liner-Notes da von hinter der Kamera. Dann haben wir jetzt Demonas, A March of the North. Du kennst die? Klar. Haben wir die? Nee. Nee, aber die ist geil. Ja, ich habe die selber nicht und deshalb habe ich sie jetzt auch nicht blind auf dem Zettel. Ich habe sie ein paar Mal gehört, fand sie wirklich super. Und wo ich in der letzten Sendung über Immortal und über den Split von ABBA und Demonas gesprochen habe, muss ich halt sagen, sie haben es ja beide drauf, wirklich großartige Songs zu schreiben. Die ABBAs, das Album... fand ich auch wirklich gut, hat aber nicht so die Langzeitwirkung, das muss ich schon sagen. Also ich habe mir das dann auf dem Partisan angeguckt, hatte mich eigentlich auf ABBA auch echt gefreut, so fand's aber langweilig dann so vom Gig. Und das Demonas-Album, insbesondere das, fand ich wirklich gut. Das I, also hier I von ABBA, fand ich auch richtig gut.
Ich warte jetzt, um das vorzuführen, auf das neue Immortal-Album durchaus mit Spannung. Ich höre rein, ich bin da offen. Wenn's geil ist, ist doch super. Und wenn's nix ist, ist es halt nix. Ne? Vielleicht ist dann auch einfach irgendwie bei den Jungs irgendwann mal durch. Die haben ja auch schon eine ganze Menge Alben gemacht. So, ne? Bei Gogoroth zum Beispiel fand ich, wobei ich ab einem bestimmten Zeitpunkt sowieso bei Gogoroth, so ab der Destroyer raus bin, die Sachen, die Infernus dann nach der Trennung von Gal und Krieg, meine Güte, ich bin heute so sattelfest, gemacht habe, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also es war mir ein bisschen zu durchschnittlich. So, geht viel, viel um Musik, viel um Musik. Und was haben wir hier? Bathory, Twilight of the Gods. Ja, das ist ja heimischer Boden. Großartiges Album, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ist es wirklich so ein Ding, Quarton ist nun mal auch einfach nicht der beste Clean-Sänger, aber er kann für sich beanspruchen, trotzdem so viel dabei rüberzubringen, dass das scheißegal ist, dass da mal eine Note daneben geht. Dass mal eine Note daneben geht, ist auf dem Twilight of the Gods häufiger mal der Fall, aber verzeihlich, weil das Gesamtkonzept einfach stimmt. Es geht nicht immer darum, dass alles perfekt sein muss. Es muss was rüberkommen und das, finde ich, passt bei diesem Album, auch wenn das Hammerhart-Album halt einfach noch ein Ticken besser ist. Also durch, ich hätte so viel Abwechslung, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie gesagt, okay, jetzt haben wir hier Alcest. Den Titel kann ich nicht aussprechen, ist französisch. Irgendwas mit Baguette von 2007. Wisst ihr was? So wie ich über Pagan läster ich über Post-Black Metal. So dieses sauber Image, alles immer so schön, alles immer so bla. Manchmal setze ich einfach die Scheuklappen auf und rede einfach über eine Band, vielleicht auch einfach unangemessen. Ich habe ein paar Mal reingehört, mir ist das zu schön geistig. Das ist einfach zu selten, dass ich mal in der Stimmung bin, dass ich sage so, jetzt muss ich Alcest auflegen. Wenn euch das gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist wirklich keine Band, über die ich allen Ernstes massiv schlecht reden würde. Dafür ist es künstlerisch, das gebe ich ja, was heißt, gebe ich zu, das kann man ganz klar sagen, viel zu hochwertig. Aber es ist einfach, das ist so kitschig. Es ist so kitschig. Haben wir hier Waldgeflüster, meine Fesseln. Finde ich super. Und ich habe ja Gastgesang auf der... Können wir das jetzt bitte schneiden? Ich habe den Titel vom Album vergessen. Ruin. Waldgeflüster hatten das immer drauf. Ich hatte ja mit, jetzt habe ich auch sein Pseudonym vergessen, kennen seinen Klarnamen, aber sagen wir auch egal, Jan Winterherz. Meine Fresse. Mal eben drüber gesprochen, die sehen sich auch selber gar nicht so als Pagan-Band und ich habe das auch nie so gesehen. Das ist halt so, weiß ich nicht, vielleicht eher so naturverbundener Black Metal. Wir haben es immer sehr gut geschafft, auch eine gewisse Stimmung, so eine Melancholie zu transportieren. Das hat mir bei Waldgeflüster, so ab der Fermonsbranche, immer sehr gut gefallen. Den Namen finde ich, das hatte ich ihm auch gesagt, so ein bisschen geht so, aber war dann auch so gut, wenn du dann halt irgendwann auch schon mal einen Namen hast, dann kannst du ja auch nicht immer nochmal umnennen und wieder. Wirklich ganz tolle Band. Gerade so dieser melancholische Unterton, das können sie wirklich gut so. Und ich fand jetzt auch die letzte, wo ich dann Gastgesang machen durfte, auch sehr gelungen. Bei meinen Fesseln ist das Instrumental grandios, also wirklich schöne Sachen dabei. Ja, Waldgeflüster, der Weg an der Freiheit, Alcest, das ist ihr Ding. Da können wir mal gleich mal so ein kleines Zwischending, ne? So, da lege ich mal locker hier meine Schulter auf die Lehne, damit das hier so wirkt, als ob wir jetzt mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Nee, wisst ihr so, was der größte Schwachsinn ist, den man behaupten kann? So, ihr seid auf der Suche nach einer Freundin und kommt so mit dem Spruch, ja, so, was ihr für Musik hört, ist mir egal. Das ist der größte Blödsinn, den man überhaupt nur sagen kann, wenn man selber sehr gerne Musik hört. Wenn beide Partner irgendwie nur Radio hören oder so, dann mag das egal sein. Aber wenn so dein Ding Musik ist, egal welche Musikrichtung, und dein Partner kann das nicht hören, dann ist das Katastrophe. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Ich habe da so ein paar FAQs jetzt für nächste Woche. Wegen den 3000er Abo-Knack hier beantworte ich dann nächste Woche mal ein paar Fragen und unter anderem wurde halt auch gefragt, so wie das bei uns ist, so mit Musik und ob sie hören mag, was ich hören mag. Wie gesagt,
ich lese da hier nur vor, was sie da auch hört. Aber es ist schon so, man kann auch beide, also es kann aus beide Seiten Black Metal hören und trotzdem gibt es permanent die, kannst du das mal leiser machen, das ist ja furchtbar, das ist scheiße. Was waren so die letzten Sachen, die ich aufgelegt habe, die du so gar nicht konntest? Jetzt sag nicht die Hip-Hop-Sachen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist prägend. Also meine Hip-Hop, das kann sie überhaupt nicht leiden. Över, Perdition City. Ja, super. Wie du jetzt darauf kommst, weiß ich überhaupt nicht. Mir ist überhaupt nicht ansatzweise mein Sinn, dass du es nicht mal gehört hast. Ulva ist genauso wie, von welcher Band habe ich jetzt vorhin gesprochen, wo ich, genau, Darkthrone. Ich mag sowohl die alten Sachen durch die Reihe, wie auch die neuen, wobei ich sagen muss, ich spreche jetzt nicht immer über die Alben, die hier draufstehen, das neue Ding hier mit Nero, nämlich Julius Caesar, ich blende es gleich ein, bin jetzt ganz Ding, das fand ich ein bisschen zu merkwürdig. Das war so, das war ja irgendwie 80er-Pop. So. Ansonsten, Ulver, großartige Band. Wirklich, Perdition City finde ich geil. Der Lycanthropic, die CD hier, dieser, das ist ja hier ein Soundtrack, ist auch sehr, sehr gut. Was fand ich von ihr sonst noch gut? Ich blende da jetzt einfach mal so hintereinander ein paar Alben weg, die ich da auch super finde. Ah ja, Satyricon Volcanor. Ich glaube, von den späteren Sachen von Satyricon ist es eine der besseren. Da ist es so eine Sache, sowohl die alten als auch die neuen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Satyricon überbewertet sind. Ich finde diesen Spruch, die Band ist überbewertet, immer so ein bisschen merkwürdig. Kann man bei so einer Band in der Größenordnung... Ich weiß nicht, mich hat es nie gepackt. Nemesis Divina ist nicht mein Ding. Ich muss auch sagen, dass Shadow Throne... Ja, es ist also gut... Ist wunderbar, dass das ist, spiegelt so ein bisschen den Zeitgeist Norwegen zu der Zeit wieder. So, das ist schon. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir denke, geil, ich lege jetzt mal Satyricon auf. So. Und bei den neuen Sachen, das war dann immer noch mal ein Tick innovativ. Also ich fand die Rebel Extravaganza mit dem dazugehörigen Video wirklich super. Aber ansonsten, ich hatte die neue mir jetzt mal angehört. Die war genauso wie die Sachen davor und dann hatten sie immer mal sekundenweise ganz interessante Einschübe und dann wurde es irgendwie wieder so wie vorher. Ja, Satyricon geht so. So, weiter geht's. Mayhem Grand Declaration of War. Ja, super Album. Soll ich das zu mir sagen? Jetzt auch nicht zu jedem zu viel. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, mutiges Album zu der Zeit. Doch, kann man eigentlich schon sagen, wenn ich mir bedenke, wie die... True Black Metaler das damals abgehasst haben und es heute als Klassiker gilt, aber das ist ja eigentlich immer so. Jo, hier steht jetzt eine ganze Menge. Cradle of Filth, Cruelty and the Beast. A Cradle come aus Ipswich wie the Addicts. Jetzt kriege ich hier so viel Infos geboten. Cruelty and the Beast finde ich von den Alben, die ich von Cradle finde, das Schwächste. Welche kenne ich? Eigentlich alles bis zur Cruelty and the Beast. Hab letztens den Median mir nochmal angehört. Mehrere Anläufe waren mir immer zu orchestral. Da ging es eigentlich ganz gut. Auf der Cruelty and the Beast finde ich einen einzigen Song gut. Und das ist dieser thrashige in Violent Overture. Irgendwie sowas. Violent Overture, irgendwie sowas. Den finde ich gut. Ansonsten war das für mich so langsam. Da ging es für mich bei Cradle bergab. Es wurde mir zu kitschig, dann kamen Sachen mit Liv Christine, das fand ich furchtbar. Vampire, grandios, Dusk and the Embrace, grandios. Principle of Evil, Mad Flesh finde ich gar nicht so doll wie immer, ich weiß nicht, ob manche das sagen, einfach nur, weil es das erste war. Da waren die beiden danach, also die Mini-CD und die CD fand ich schon sehr, sehr stark. Zu den Live-Auftritten hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal was gesagt. So, wir hatten gesagt 20 Dinger hier. Mal gucken. Austere, To Lay Like Old Ashes. Ja, geiles Ding so. Also aus dieser, das ist ja diese Depressive Suicide, Black Metal Richtung mit diesem krassen Kreischgesang. Aus der Riege ist Austere eine Band, die es auf jeden Fall schafft, geile Riffs zu schreiben. So, und das finde ich so das Wichtige. Also bei diesem ganzen Hype um dieses Genre ging halt irgendwann so viel verloren. Da ging es einfach nur darum, möglichst krasse Albumcover zu haben, mit möglichst noch mehr Narben und noch tieferen und höher, schneller, weiter. Und da gab es aus dieser Richtung so Total Self-Hatred zum Beispiel, das selbstbetitelte. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Album, so aus diesem Genre, sag ich jetzt mal. Aber die Austere, das ist ein echt wunderbares Ding.
My Dying Bride, Like Gods of the Sun. Ja, damit nimmt mir ja praktisch hier was vorweg, was ich eigentlich heute besprechen wollte. Nämlich so diese klassischen, melancholischen, nostalgischen Alben da aus den 90ern. My Dying Bride, das ist... Ich habe die auch auf dem Partisan, das war Partisan, als wir da, ne? Genau, da hatten wir nochmal live gesehen, 2016. Und das war so gut. Das war so gut. Und das ist einfach auch so eine gute Band und er hat so einen grandiosen, tollen Gesang. Sehr, sehr gut. Ja, wir nähern uns dem Ende. Anathema, Alternative 4, vor. Kann ich nicht so sagen, kann ich nicht. War das diese neuere? Ich habe von Anathema, da wäre jetzt nämlich auch, jetzt kommt hier jetzt eins nach dem anderen, was ich heute eigentlich besprechen wollte, deshalb geht es da wieder mehr. Haben so ein Ding, was um 2000 raus erschienen ist. Das lief in der Disco oder in der Metal-Kneipe damals rauf und runter. Das muss irgend so, und da war irgendwie auch jeder Song ein Hit. Und ich bin immer noch nicht drauf gekommen, selbst in der Nachbearbeitung, als ich alles nochmal durchgehört habe, nicht drauf gekommen mehr. Wie gesagt, ich mache die Show sowieso, nur halt ein bisschen später, dann reden wir auch über Anathema. Nocte Obducta mit Umbriel. Ja, da kenne ich viele, die da überhaupt nicht der Meinung sind. Ich finde, das ist eins der stärksten Nocte Obducta-Alben. Würde es vielleicht eingrenzen sagen, der neueren dann vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass das Stille oder dass die Nektar-Teile... Ja, die sind schon auch wirklich gut. Also Pan spielt die Flöte, ist schon wirklich sehr, sehr guter Song. Aber ich finde diese Stimmung auf Umbriel unglaublich gut. Da hatten sie ja, wie hieß das Album, wo die nur die zwei Songs da waren? Oder dieses... Sequenzen einer Wanderung war zum Beispiel ein Ding, damit bin ich nie so richtig klargekommen. Also ich habe dem Ganzen wirklich mehrere Anläufe gegeben. Ich fand es immer langweilig, hat mir gar nichts gegeben. Obwohl Nocte Obducta halt auch immer eine Band gewesen ist, die ich unglaublich gut fand und auch unglaublich innovativ. Und das ist sie auch bis heute, wobei ich das bis heute jetzt nicht sagen kann, weil ich habe das Gefühl, die bringen in einer so schnell hintereinander gerade Alben raus. Ich habe die letzten zwei einfach noch gar nicht. Da ist jetzt ja schon wieder Totholz, ist die neue, da habe ich so noch gar nicht. Von der davor, die haben wir hier auch, hatte ich auch noch gar keine Zeit reinzuhören. Ein Nachmittag mit Edgar von der Umbriel. Schon richtig gut. Ach so, beste Textzeile von der Umbriel, deshalb haben die sie sowieso für ewig in mein Herz gespielt. Wir sind alt geworden, viel zu alt, wir sind kalt geworden. Da werde ich glatt ein bisschen wehmütig. Letztes. Stelle ich mal hier beiseite. Was haben wir hier? King Diamond, The Eye. Ein Hoch auf den Falsettgesang, schreibt sie. Haben wir, das ist das Ding, was wir auf Kassette haben, ne? Mhm. Wir haben nicht mehr viele Kassetten. Wir haben auch mittlerweile kein Auto mehr, wo wir Kassetten hören können. Als wir den alten Opel noch gehabt hatten, hatten wir das gesamte Handschuhfach voller Kassetten. Und da war alles drin, was wir an alten Kassetten von früher noch hatten. Und das ging von... Erste allgemeine Verunsicherung über, ich glaube, die Prinzen und Matthias Reim und Michael Jackson und New Kids on the Block. Und dann waren da unter anderem so ein paar Metal-Sachen. Unter anderem Morgoth? Eine Morgoth? Morgoth? Und unter anderem von King Diamond, The Eye. Und ich habe, ich kriege das jetzt nicht mehr alles zusammen, was ich jetzt von denen habe, aber zu Hause rotiert dann hier meistens die Abigail, die finde ich halt großartig. Und ich weiß jetzt gar nicht, das Beste, glaube ich, von King Diamond, wenn wir das jetzt mit Mercyful Fate zusammenziehen, wäre, glaube ich, ja, ich würde schon die Melissa sagen, die ist einfach, da ist die Hitdichte viel zu hoch. Ansonsten lohnt sich bei King Diamond halt das Nachlesen der Texte. Da gibt er sich schon ordentlich Mühe, da nochmal eine schöne Sache, auch so im Kontext, dass er ja verschiedene Stimmen benutzt, wo er verschiedene Charaktere mit verkörpert. Also King Diamond, das läuft hier auch häufig. The Eye, gutes Album. Ich glaube, King Diamond kann nicht wirklich ein schlechtes Album machen. Deshalb ist das nur gut. Und wenn man alles von King Diamond wirklich rauf und runter gehört hat und es nicht mehr hören kann, dann ist ganz klar, dann geht man zu Attic und die Sanctimonious, die neue, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also das war auch so eins der besten Alben vom letzten Jahr. Ja, wir sind durch.
Das war jetzt heute mal das Thema an Alben rangehen von einer anderen Seite. Es ist alles irgendwie ja noch im Krachmucker-Universum, denn wie ich das schon mal sagte, ich sage sehr häufig, ich mache, aber Krachmucker, das sind schon zwei Leute, nämlich auch meine bessere Hälfte, die da hinter der Kamera sitzt und dann auch gerne mal mir in den Arsch tritt, wenn ich mich hier nicht zusammenreißen kann und keinen Bock habe zu drehen und wie das halt auch immer so ist. Kinders, hat es euch gefallen? Das Album der Woche diese Woche ist, ich habe mir seit jetzt ein paar Wochen schon keine neuen Platten mehr besorgt. Da sind jetzt einige Sachen auf dem Weg. Unter anderem, ich kenne sie schon ewig, habe sie aber jetzt immer noch nicht meinen eigenen nennen können, von The Great Old Ones, das Album Tekelili. Tekelili ist, wie ihr das sicherlich wisst, aus dem Lovecraft-Universum. Ich glaube, das ist das Geräusch, was die Vögel im Mountains of Madness, hier Berge des Wahnsinns, machen. Doch, müsste eigentlich so sein. Mir ist ziemlich sicher. Was Black Metal Bands mit Lovecraft Content betrifft, ist The Great Old Ones vermutlich die Speerspitze. Es ist ein sehr geiles Album, was ich beim ersten Mal vollkommen langweilig fand und wirklich ein paar Anläufe brauchte und plötzlich es geklickt hat. Es ist wirklich eins dieser Alben, die musste ich ein paar Mal hören und es dann geklickt hatte und ich sie richtig geil fand. Wirklich geile Melodien, geile Songwriting, geile Riffs. Frauen kapieren nicht, dass Männer sie eigentlich gar nicht brauchen. Wenn ich mit jemandem reden möchte, dann rede ich mit den Jungs. Wenn ich einen drauf machen will, dann gehe ich zu den Jungs. Wenn ich Sex will, dann erinnere ich mich mit den Jungs. Jo Leute, das war's wieder für diese Woche. Um noch einmal kurz zusammenzufassen, nächste Woche kommt ein kleines FAQ. Ich habe da schon bei Facebook ein paar Leute gefragt, wenn ihr mir Fragen stellen wollt, stellt sie da unten. Ich habe eigentlich schon ein bisschen was zusammen. Ich werde auch nicht alles beantworten. Ich werde ein paar Sachen, wo ich ein bisschen mehr zu sagen kann, werde ein bisschen selektieren. Ansonsten ist es so, es kommt demnächst, die Ernie hört sich durch, Pagan Metal. Ihr habt's in der Hand, ihr könnt da unten Bands nennen. Ärgert mich ruhig, ich ärgere euch zurück. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Naja. Ja.